Es gibt einen neuen Kalender der Weimarer Wohnstätte für 2021. Das heißt, das alte Jahr muss fast vorbei sein, weil das ist jedes Jahr im Dezember so. Und es war ein ganz besonderes, ein ganz anderes Jahr als die Jahre zuvor. Und auch der Kalender hat eine Geschichte, denn eigentlich sollte es in diesem Jahr einen A3-Kalender geben, der von den Mietern bei uns abgeholt werden sollte. Corona hat uns diesen Plan aber zunichte gemacht. Und deswegen gibt es einen kleinen, aber doch feinen Kalender fürs nächste Jahr. Und den Kalender mit Bildern unserer Schulen werden wir hoffentlich dann am Ende des Jahres 2021 für unsere Mieter erstellen können. Ja, was hat das Jahr 2020 für die Weimarer Wohnstätte gebracht? Es begann mit zwei Schulen, die neu dazugekommen sind in unserem Bestand, die Louis-Firmenberg-Grundschule und der Pestalozzi-Campus im Süden der Stadt Weimar. Zwei neue Herausforderungen für meine Mitarbeiter und für die Hausmeister vom Immobilienservice, denn mit jedem neuen Objekt gibt es neue Dinge zu erfahren, es gibt bestimmte andere Anforderungen umzusetzen und es ist uns gelungen, das eine oder andere in den letzten Wochen und Monaten auch bei diesen beiden Schulen auf den Weg zu bringen. Außerdem hatten wir im Januar ein sehr schönes Erlebnis. Es war die Inbetriebnahme des Medizinischen Zentrums in Weimar West. Auf dem Campus der ehemaligen Albert-Schweitzer Grundschule wurde aus einem Schulgebäude ein medizinisches Zentrum errichtet und in Kooperation mit dem Klinikum konnten wir Mitte des Monats Januar die Übergabe über die Bühne bringen. Ich denke, dass in den letzten Wochen und Monaten dort schon viele Patienten eine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen konnten. Und ich hoffe, dass dieses Projekt und dieses Objekt in den nächsten Jahren zur medizinischen Versorgung nicht nur im Stadtteil Weimar West, sondern auch für die Stadt Weimar gute Ergebnisse bringt. Im Februar gab es ein sehr schönes und besonderes Event an einem Samstag in der Karl-Gerti-Straße in Weimar-Schöndorf. Dort hatten Graffiti-Künstler eine Fassade, eine Giebelwand eines Wohnblocks wunderbar gestaltet und damit, so glaube ich, doch sehr zur Aufwertung dieses Wohnbereiches im Wohngebiet beigetragen. Es war sehr interessant für mich zu sehen, wie die jungen Leute dort gearbeitet haben und mit welcher Akribie und mit welcher künstlerischen Qualität es gelungen ist, diese Giebelwand sehr schön zu gestalten. Es gab natürlich auch ansonsten Bauprojekte, die uns über das ganze Jahr begleitet haben. Ein ganz besonderes ist unser Wohnungsbau in der Paul-Klee-Straße. Dort hatten wir im Februar die Übergabe eines Fördermittelbescheides seitens des Landes Thüringens. Dort war Staatssekretär Sühl und Oberbürgermeister Peter Kleine hier bei uns im Haus und wir konnten den Fördermittelbescheid für den Bau von 26 Sozialwohnungen in Empfang nehmen. Mitte Mai diesen Jahres haben wir gemeinsam mit dem Bauunternehmen, dem Oberbürgermeister und ganz wenig Beteiligten unter Corona-Bedingungen eine Grundsteinlegung durchgeführt am Projekt in der Paul-Klee-Straße. Und zwischenzeitlich gab es im Oktober sogar schon das Richtfest für die ersten bis zum Dach vorbereiteten Wohngebäude. Dort entstehen insgesamt 48 Wohnungen, 26 Wohnungen davon als sozialer Wohnungsbau. Bauprojekte gab es natürlich auch ansonsten. In unserem Bestand wurde an verschiedenen Stellen mit größeren und kleineren Maßnahmen etwas für die Werterhaltung der Wohngebäude getan. Und in der Trierer Straße 48 wurde ein sehr schöner denkmalgeschützter Altbau inzwischen fertiggestellt. In der Moskauer Straße 126 entstanden durch die Sanierung von zwei Wohnblöcken und einem dazwischengestellten Neubauobjekt insgesamt fast 90 Wohnungen und Wohnraum für betreutes Wohnen in zwei großen Wohngruppen. In den nächsten Tagen ziehen dort die ersten Bewohner ein und ich hoffe, dass sich alle Mieter dort in den nächsten Jahren sehr wohlfühlen mit modernen Grundrissen und mit Wohnungen, die barrierefrei erschlossen sind, über einen Aufzug erreichbar.
In Weimar-Schöndorf haben wir begonnen, unterm Ettersberg 4 bis 8 einen Wohnblock zu sanieren. Dort gab es einige Schwierigkeiten beim Start, da die ausgeschriebenen Leistungen nicht zu den Preisen am Markt erhältlich waren, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und es gab einige Verzögerungen. Inzwischen konnten die Baumaßnahmen beginnen und der Rohbau am Wohnblock ist im Laufen, sodass ich hoffe, dass wir in den nächsten Monaten dort große Fortschritte bei der Realisierung erzielen und im nächsten Jahr Wohnungen zur Verfügung stehen, die auch im Wohngebiet Weimar-Schöndorf-Waldstadt die Qualität des Wohnens aufwerten. Es gibt wie in jedem Jahr auch nicht so schöne Erfahrungen und Erlebnisse. Eins davon war, dass wir doch an der einen oder anderen Stelle Wohnungsbrände zu beklagen hatten, glücklicherweise ohne Personenschäden, aber mit erheblichen Sachschäden. Bei 3 größeren Wohnungsbränden im Bestand der Weimarer Wohnstätte am Zeppelinplatz und im Weimar Nord entstanden insgesamt Schäden in der Größenordnung von ca. 90.000 Euro. Eigentlich hatten wir vor, in diesem Jahr das 20-jährige Betriebsjubiläum mit unseren Mitarbeitern der Immobilienservice Weimar GmbH zu feiern. Dies ist durch die Corona-Pandemie leider nicht möglich gewesen, aber es ist mir ein wichtiges Anliegen, allen mehr als 50 Mitarbeitern recht herzlich für die Arbeit in den vergangenen Jahren zu danken und zu versprechen, dass wir die Feierlichkeiten irgendwann im nächsten oder übernächsten Jahr nachholen werden. Man kann nicht über 2020 reden, ohne Corona und Corona-Pandemie zu vergessen oder wegzulassen und auch uns als Unternehmen, sowohl die Weimarer Wohnstätte als auch den Immobilienservice, hat diese Pandemie sehr beschäftigt. Wir hatten bereits im März begonnen, unseren Geschäftssitz und unsere Stadtteilbüros für den Kundenverkehr zu schließen, um die Ansteckungsgefahr für unsere Mieter und Kunden und für unsere Mitarbeiter zu reduzieren. Es ist sehr gut gelungen und ich danke an dieser Stelle auch allen Mietern für ihr Verständnis, umzustellen auf weitestgehend kontaktfreie, personenbezogene Serviceleistungen. Ganz viele von Ihnen haben bei uns angerufen, haben sich per Mail gemeldet und wir konnten an vielen Stellen Termine in ganz kleinen Rahmen vereinbaren, auf Ihren Hinweis hin oder auf Ihre Anfrage hin. Und auf diese Weise ist eine Kontaktreduzierung möglich gewesen. Für die Wohnungswirtschaft ist auch diese Corona-Pandemie nicht so sehr ganz einfach, weil Wohnungsvermietungen ohne Besichtigung und Wohnungsvermietung ohne persönlichen Kontakt zu den Mietern und auch zu Neukunden und Interessenten ist eigentlich nicht möglich. Trotzdem denke ich, dass wir in diesem Jahr ganz gute Erfolge erzielen konnten und wie auch in den vergangenen Jahren immerhin ca. 600 Wohnungen neu vermietet wurden in unserem Wohnungsbestand. Wir wissen, dass ganz viele unserer Mieter von der Corona-Pandemie im privaten wie auch im beruflichen Umfeld betroffen sind und stehen gerne bereit, um sie zu unterstützen, Mietschulden zu verhindern und ihnen eine Beratung mitzugeben, die ihre Wohnung langfristig sichert. Kommen Sie auf uns zu, wenn es da an dieser Stelle Beratungs- und Unterstützungsbedarf gibt. Am Ende bleibt mir für heute nur noch, mich recht herzlich zu bedanken bei allen Mietern, bei allen Geschäftspartnern, bei meinen Aufsichtsräten und natürlich nicht zuletzt bei allen meinen Mitarbeitern bei der Weimarer Wohnstätte und dem Immobilienservice für das, was in diesem Jahr geleistet wurde. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr, ein besseres Jahr 2021.